Ground Control. No. Oh. Einen wunderschönen guten Morgen hier aus dem Kap Lindford. Wollte ich sagen, aus dem sonnigen Kap Lindford, aber heute ist keine Sonne da. Und wir liefern heute den McLaren 570S aus, ja, an einen Kunden. Und bei so einem Wetter wollte ich noch ein Video mit euch drehen. Aber das wird nicht so schön, als wenn das trocken wäre. Ja. Das ist mein altes Auto. Ich habe das Auto letztes Jahr verkauft, ja, zum Glück nicht ganz weit weg von mir. Oder von hier aus Kap Lindford, da haben wir mehr oder weniger immer so ein bisschen Zugriff auf die Autos. Ja? Deswegen zum Beispiel auch jetzt dürfen wir von dem Auto eine Fahrt aufnehmen. Das machen wir jetzt. Ja? Guck mal hier. Allein der Schlüssel fühlt sich schon richtig schön an. Ich bin sowieso von allen Sportwagen, was ich hatte, ob das Lambo war oder Ferrari oder McLaren, von Fahrweise und Sicherheitsgefühl ist für mich, Achtung, ist für mich der McLaren der beste, wirklich mit Abstand der beste von allen. Ich bin den 720er noch nicht gefahren, aber das wird noch so mein Ziel, ja, für Next Level. Guck mal hier, Chuck. Also ehrlich, krankes Ding. Guck mal an die Türen, von hier, die Form von der Tür. Ja, die ist auf. Erst wenn beide da sind, dann gilt das. Guck mal hier. Puh. Komm mal her, komm von hinten. Leute, ihr schreibt bestimmt viele in so einen Kommentar. Bild, dann geh mal weg vom Bild. Da gebe ich euch recht. Irgendwie, mir ist kalt, ich bin so kleine Frostbeule. Ich mag jedes Wetter, kalt, warm, alles Mögliche, aber ich mag keinen Regen. Von mir aus soll es Schnee liegen, aber kein Regen. Weil Regen macht mir immer so kalte Gedanken, ja, und Gänsehaut. Boah. Ich habe da eine Idee für das kalte Wetter. Warte. Die Pullis im Shop. Er macht wieder Werbung. Hast du er macht wieder an. Werbung. Ja, Pullis, aber Pullis, ja. Die haben so schöne Pullis, diese Pullis. Aber trotzdem ist mir so ein bisschen. Ja, aber ja. Die halten echt warm. Die sind echt. Ja. Ich weiß. Wir verkaufen nur was Gutes. Weißt du, was wir machen? Wir machen eine Aktion vielleicht. Nur heute, machen wir so, nur heute, an einem Mittwoch bis 24 Uhr, blenden wir wie hier unten in dem Text einen Rabattcode für unsere Pullis. Aber es gilt nur heute. Ja, wenn ihr da morgen das Video guckt oder sowas, es gilt nicht mehr. Und dann machen wir den Pulli für 59 Euro. Sehr gut. Für euch. So, fahren? Fahren. Fahrt, komm. Aber schön, alter Alcantara. Das haben die anderen nicht serienmäßig. Der hatte das serienmäßig, ja. Obwohl das kleinste Modell von dem von McLaren ist, hatte schon echt viele, sehr viel an Serienausstattung. Ja. Auch das mit dem Liftsystem? Nein, das haben nicht alle. Ja. Aber das ist jetzt der 570S. Es gibt noch einen 540er. Der sieht gleich aus als Basis, nur weniger Ausstattung und weniger PS. Was ich geil finde, ist natürlich alles hier mit Touch. Ne? Ja, machen wir ja so ein bisschen Action hier. Oh, habe ich das Auto vermisst. Wie lange hast du den? Fast 2 Jahre.
2002er hatte ich den gehabt. Hier die Seitenteile von der Heckschuhstange, die haben wir original gelassen, nur so schöne Lufteinlässe eingebaut. Die Türen bei dem McLaren sind vom Design her sehr, sehr gelungen. Bei einem Heckdiffusor haben wir uns dabei was gedacht. Wir haben mehr Finnen reingemacht und die etwas mehr nach hinten versetzt. Wenn mir jemand die Frage stellen würde, was würdest du dir zurzeit kaufen, ja, würde ich sagen, ein McLaren 720S. Ich war mal auf einer Rennstrecke mit dem Auto. Ja, ist heile geblieben. Ich bin heile geblieben, aber ich bin nur zwei Runden gefahren. Die erste Runde habe ich gedacht, ich sterbe mit den Leuten. Und die zweite Runde habe ich die Auswahl verpasst, weil ich so konzentriert war, dass ich mein Auto nicht zerschieße. Die sind so krank gefahren. Ich sag mal so, wenn neben dir ein Pagani oder ein Senna vorbei scheppert, ja, so viel von deinem Spiegel weg, ja, dann wird es schwindelig. Problem ist bei der Geschichte ist, das Auto ist nicht versichert auf der Rennstrecke. Wenn da was passiert, dann gibt es Halleluja. Aber dafür habe ich jetzt den Nissan GT-R mit Brömmler, dass ich quasi Rennstreckenerfahrung sammeln werde. Aktuell hat er 23.000 gelaufen. Ja, ich habe dann glaube ich bis 13, 14, glaube ich, oder 15 oder sogar 1000 Kilometer gehabt. Und wirklich 15.000 Kilometer mit Lächeln. Ich glaube, ich habe in dem Auto noch nie schlechte Laune gehabt. Noch nie. Weil das Auto einfach nur Bock macht. Ja, ich traue mich beim Regen jetzt nicht so viel Gas zu geben. Ist nicht mein Auto. Ja, weil viele werden jetzt schreiben, Belzec, du hast so ein Auto, fährst aber nicht volle Leistung. Ich fahre meine Autos, okay. Fremde Autos, nein. Achtung, weil ich fahre ein bisschen schneller. 140, 50, 60, 70. So, wir fahren jetzt 190. Wir können uns noch immer, ich sag mal, okay unterhalten. Ja? Guck mal, ich kann mit einer Hand das Lenkrad halten, es rappelt mich nach links, rechts, links, rechts, wie bei vielen anderen ich sag mal, Sportwagen, die ich hatte. Ja. Und das ist mir wichtig. Wir machen Fahrten, das will ich nicht mal Test nennen, das ist einfach eine Fahrt und ein Erlebnis. Ja? Für Testfahrten gibt es von McLaren zum Beispiel ganz viele Videos, von der Rennstrecken, da kann man sich mehr inspirieren als bei uns in der Fahrten. Wir hatten ja gesagt, dass wenn wir irgendwo hinfahren, wie jetzt eine Auslieferung machen, ja, dass wir einfach die Leute mitnehmen. Ja. Genau. Ich war von dem Auto echt begeistert. Ne? Und ich habe echt schwer ins Herz das Auto abgegeben. Ja. Also manchmal hat man Autos, man ist froh, wenn die weg sind. Ja, ja, gibt's auch, ne? Ja, gibt's auch. Also ich will allen sagen, ich habe einen Huracan gehabt. Und das wird mir jetzt jeder Lamborghini Huracan Besitzer oder Ex-Besitzer bestätigen. Die erste Serie, ja, bis Evo, war Katastrophe. Bei 190, 200 ungefähr, arbeitet das Auto so. Ja. Ja. Und ich denke mal, was passiert denn da? Ja. Das ist normal. Jeder Kunde meinte, ah, also mein Kundenstamm meinte, ich soll mir einen Huracan, definitiv ein Lambo kaufen. Ja. Klar, Aventador ist Oberliga, kostet aber 400. Ich habe gedacht, komm, Belzec, kaufst dir einen kleinen günstigen Huracan. Dann kannst du ein bisschen mit den Jungs so Ausfahrten machen. Etc., ne? Auf jeden Fall habe ich den Huracan bestellt, habe das Auto abgeholt. Die richtig geile Präsentation, alles drum und dran, Auto abgedeckt, bam, bam, Show total, also wirklich geil. Ne? Ich habe das Gefühl gehabt, ich so in dem Auto, auch hier, die Scheibe war irgendwie, ich musste mich so, also so, kann man so sehen, ich musste mich so hinlegen, so, und so bin ich gefahren. Ja, hier am Rücken habe ich so ein Loch gehabt. Ja? Ich hätte quasi mehr oder weniger vorher eine Probefahrt machen müssen. Ja, Ende der Geschichte ist, habe ich gesagt, okay, scheiß drauf, das wird schon irgendwie, vielleicht nur die ersten paar Meter sind doof. Ja? Autobahn, gibst du ein bisschen Gas, wenn er warm wird, okay, ich gebe Gas, wirklich bei 180, so, wirklich so, die Kamera schaukelt jetzt, das ist kein Scherz, ja, ich rufe den Mann, dann sagt er zu mir, nee, das ist normal, das ist ein Rennauto quasi, mehr oder weniger, und so weiter, das ist normal,
ehrlich, so bei 240, ich fahre ab und zu schnell, aber bei 240 habe ich bei dem Auto Todesangst gehabt. Warum? Ich schaffe das mal erklären, ja? Die kommt von der Rennstrecke, ja. Dass ich mit dem Auto, das ist kein Scherz, ich weiß, es ist doof, ich bestätige jetzt eigentlich etwas, was nicht so gemacht werden soll, aber ich habe mir bei 305 ein Bild gemacht in dem Auto, in dem. Ich weiß, das ist verboten, mach das bitte nicht, ich habe es gemacht einmal, aber ich bin auch so gefahren. Ja, dieses Sicherheitsgefühl in dem Auto ist bombastisch. Ich habe den Ferrari 458 gehabt, von Emotionen, vom Sound, Jesus, das hat der McLaren nie so wirklich. Er hat einen guten Sound, aber nicht natürlich wie ein Ferrari. Und wirklich Leute, ich weiß, optisch ist der Huracan sehr, sehr, sehr schön. Das sieht so ein bisschen aus wie eine Raubkatze. Ja? Wenn man vorne guckt, wenn der fährt, sehr flach, die Scheinwerfer und so weiter. Also wirklich krass, optisch. Für mich, fahrweise, nein. Leute, nicht falsch verstehen, ich möchte das Lambo nicht schlecht machen. Ja, bitte nicht. Also nicht falsch verstehen, dass ich irgendwie gegen Lambo hier rede oder sonstiges. Das ist nur meine Erfahrung, was ich habe. Gemacht habe, was ich hier gerade in dem Video sage. Ja. Aber in Kundenstamm habe ich ganz viele Kunden, die mit dem Lambo weggeflogen sind. Ich will jetzt nichts falsch sagen. Also, es hat bestimmt einen Grund, ja, warum das so ist. Ja, von McLaren habe ich es noch nie gehört. Ja. Und ich bin sehr gespannt, wie der 27er ist, wenn ich irgendwann einen vor der Tür habe. Schöner Sound. Voll. Also ich finde, also es gibt ein schönes Sound und einen extremen Sound. Genau. Für mich ist so Ferrari so ein geiler Sound, aber schon eher extrem. Der ist angenehm. Guck mal, was cool ist, weil hier sogar die Lüftung, der Typ hat einen Helm an. Sitzheizung. Leute, sogar Sitzheizung hat das Baby. Ja, ich weiß, alle mit den Scheiben, Benzek, McLaren, Sitzheizung, passt. Hat man, braucht man aber nicht. Doch, ich brauche Sitzheizung. Ich habe dem auch im Winter gefahren. Seitenspieler, die sich McLaren Designer ausgedacht haben, finde ich sehr cool, weil die so vom Auto so ein bisschen abstehen. Das hat nur der 570er und wir haben quasi so eine Seitenschaller-Ecke dran gemacht, so ein Cupwing, was auf den Türen sehr, sehr viel Sportlichkeit verleiht. Auch bei den Sideplates, wir fanden die eigentlich sehr schön, wie McLaren das selber gemacht hat, nur wir haben die etwas nach unten mehr verlängert und selbstverständlich hier bei den McLaren auch das ganze Teil in Carbon gemacht. Und auch die Sitze sind sehr gemütlich. Ja. Ich auch, ja. Ich war mit dem Auto in Monaco. Ich muss eins sagen, das Jahr davor mit dem Ferrari war auch gut, der hat auch gute Sitze. Aber da war ich mit dem Mercedes GTS, ja, und der hatte keine gute Sitze. Weil das merkst du, wenn du 1000 Kilometer gefahren bist am Stück, ja, dann merkst du gute Sitze oder schlechte Sitze. Gute Sitzposition, guck mal hier, ja, schaut mal. Ja, voll Platz. Ich muss wirklich einen Huracan besorgen, damit ich den Vergleich machen kann. Ja. Guck mal, ich habe hier. Ja, viel Platz, wirklich viel Platz. Auch hier sehr viel Platz. Ja. Mhm. Ich kann dann das Ding, Achtung, weiß ich ja, keiner von da hinten fahren. Guck mal jetzt hier, wo meine Füße sind. Ich komme jetzt mit meinem Zehenspitzen, guck mal, ist am Gas. Ja. Das ist nicht fahrbar. Hier ist viel Orange, das ist natürlich alles so die McLaren-Farben. Also der hat hier 570 PS, wiegt aber 1400 paar zerquetschte. Also wirklich sehr, sehr wenig. Ist ja auch fast ein Vollcarbon-Auto. Ja, die ganze Chassis und so weiter ist alles aus Carbon. Man denkt immer bei dem Flügeltürer, ja, wenn die Tür nach oben geht, denkt man, okay, ist scheiße mit dem Einsteigen und so weiter. Hier ist das nicht. Es ist immer noch ungewohnt, ne? Es ist anders, gar keine Frage, wenn du die Tür nach unten ziehst, nicht einfach so zur Seite, sondern nach unten ziehen musst. Aber es ist cool. Es ist schon cool. Ja, wenn irgendwo aussteigt, so. Ich lese mir wirklich sehr viel im Netz. Ja. Und es gibt immer noch Diskussionen im Netz,
zum Beispiel, wer so ein Auto fährt, ist nicht typisch McLaren, sondern einfach so ein Sportwagen fährt, ist ein Posa, ist ein Prolo, ist ein keine Ahnung was. Nein, ich finde es nicht. Ich liebe diese Autos und ich bin stolz, dass ich quasi mir so ein Auto gekauft habe. Ja, oder ich sag mal, die Möglichkeit überhaupt habe, solche Autos zu fahren. Ja, und ich würde wirklich vielen, wirklich viel ans Herz legen. Die sollen vielleicht überlegen, bevor die was schreiben. Ich bin so ein Mensch, wenn ich auch so ein Auto nicht habe, so ein Senna, ja, würde ich unnormal gerne fahren. Ja, oder LaFerrari. Ja, nur ich weiß, das sind Autos quasi, die sind schon hardcore, hoch vom Preis angesetzt und so weiter. Ich finde das sehr schön in den USA zum Beispiel. Ich bin ja oft da. Die Leute an der Ampel in den USA oder hier, wenn du vorparkst oder irgendwo vom Restaurant, machen alle so. Ja, geil, super, die freuen sich. Wenn man hier parkt, Düsseldorf, mein Ferrari, sag ich nur. Ja, hast du mal erzählt, glaube ich, ne? Hier ein Video? Ja. Ja, habe ich wirklich erzählt. Da guckt alle anderen Videos von mir durch. Genau, irgendwo war das. Irgendwo war das. Wir sind gleich da, beim Kunden, machen wir die Übergabe. Und ja. Ich bin einfach stolz, dass ich mein altes Auto wieder fahren dürfte. Ja, und das ist vielen Dank nochmal an den Kunden. Und ja, es sind schöne, sehr, sehr schöne Erinnerungen. Jetzt genieße ich die 5 Minuten noch, die ich hier habe, bis wir da sind. Und dann, ja, ich sage auf jeden Fall von mir aus vielen Dank fürs Zuschauen. Und bleibt gesund, bleibt ihr, wie ihr seid. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche noch und bis Sonntag. Bis zum nächsten Video.